Hallo Fußballfreunde und willkommen zurück zum nächsten Stadion-Vlog. Heute mal ohne Schalke, dafür mit Bundesliga. Gladbach gegen Hertha, der Auftakt in den dritten Spieltag. Gladbach letzte Woche ja bei uns auf Schalke gewesen, 2-2 gespielt, davor die Woche gewonnen. Hertha letzte Woche ordentliches Spiel gegen Frankfurt, den ersten Punkt geholt. Ich glaube, das ist fußballerisch ganz gut. Ich bin zum ersten Mal im Borussia-Park. Gute Plätze hinterm Tor, sechste Reihe. Das wird eine schöne Geschichte heute Abend. Also, auf geht's Richtung Borussia-Park. So, hier sind wir. Sechste Reihe. Da hinten die Gladbacher Ultras. Auswärtsblock. Ja, es wird. So, eben zu den Tipps. Ich sage 2-1 für Gladbach und Franz ist auch mit dabei. 3-1 für Gladbach. 3-1, wenn man es nicht gehört hat. Also Gladbach wird ihr gewinnen. Prinz.
da besser wohnen. Aber ich habe nichts dagegen. Gott, oh Gott. Pause ist, Gladbach führt 1-0, geht im Summe in Ordnung, aber Hertha macht es auch nicht so verkehrt. Auch gute Chancen, es gab also spannendes Spiel, gutes Spiel, das wird noch eine spannende zweite Hälfte. Hier kann alles passieren, aber Gladbach macht schon noch mal einen dicken Eifer. Das ist auch richtig so. Itakura schön im Blickfeld. Traumhaft. Itakura ist wieder zur Stelle. Was ein Viech. Fehlt das Tor. Es wird zumindest überprüft, aber... Schönes Ding von Hofmann, kriegst dann zu weit raus hin. Und jetzt Tor oder kein Tor? Ja, kein Tor, weiter geht's. Elfmeter für Gladbach. Mögliches Handspiel wird überprüft. Hat keiner wirklich mitbekommen, aber es wird überprüft. Er guckt es sich an. Am Abend schon. Ha. Mann, Mann, Mann. So, und es geht gelb-rot auch noch. Eieieiei. Ganz, ganz bitter für Hertha. Hofmann vergibt. Aber dafür jetzt Überzahl. Wir ziehen hier, also Gladbach nur 1-0 vorne, Elfmeter vergeben, aber Überzahl jetzt. Und wir haben noch gute 20 Minuten. Ich bin jetzt sehr auf Hertha gespannt, was die noch machen. Wir werden gleich auch doppelt wechseln. Gucken wir mal. Itakura macht alles. Oh. Gladbach sehr verspielt. Ui, Hertha bringt Boateng und Selke. Was ein Doppelwechsel. Wahnsinn. Zwei Legenden unter sich. Och, Junge, schieß doch! Mein Gott!
Das war's aus dem Borussia Park. Gladbach gewinnt verdient mit 1-0, teilweise viel zu verspielt, Überzahl nicht wirklich gut genutzt. Es war jetzt kein grandioses Fußballspiel, erste Hälfte besser als die zweite, aber es hat Spaß gemacht, schönes Stadion. Ich denke mal, man kommt hier wieder hin, spätestens wenn Schalke spielt und gewinnen wird. Und ja, nächste Woche geht es weiter mit dem nächsten Stadionblock. Hier wird es dunkel. In dem Sinne sage ich, macht's gut, ciao und bleibt am Ball. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive.